Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf unserer Kanal Vega Performance. Und heute, der besonderen Art, ja, das ist ein Fahrzeugschlüssel, Leute. Das sieht nicht, warte, wie sieht sonst ein Autoschlüssel aus? Hier, das ist ein Benz-Schlüssel, das ist ein Tesla-Schlüssel. Und hiermit könnt ihr so einiges machen, unter anderem euer Auto starten und öffnen. Und in dem heutigen Video zeigen wir euch mal, bringen wir euch in dem Sinne näher, die Elektrizität Tesla, Vorreiter von vielem gewesen, unter anderem von den ganzen Gadgets da drin. Das werden wir euch heute zeigen, wie der Model 3 aufgebaut ist. Fangen wir mal direkt von außen an, Leute, vom Exterior auch genannt. Sieht der eigentlich ganz süß aus. Besonderheit bei dem, das ist halt das aktuelle Modell, das Facelift-Modell. Motorraum kann ich euch nicht zeigen. Im Fahrzeugschein sind ungefähr 155 kW hinterlegt. Das ist nämlich der Frontmotor. Und der Heckmotor hat nochmal knapp 200 noch was kW. Insgesamt über 510 PS. In dem Sinne auch Allrad. In so einem leichten Fahrzeug. Ich weiß jetzt gerade die Kilogrammanzahl nicht, aber blenden wir euch mal ein. Genau so leicht ist das. Und Besonderheit bei den Fahrzeugen ist, bei dem neuen Modell, früher hatten wir das alles immer foliert bei den Tester-Modellen. Die hatten nichts mit... Die hatten nichts gegen die ganzen Chromleisten. Und jetzt gibt es Modelle, wie beim Facelift-Modell, da kannst du dir außen das, keine Ahnung wie das heißt, ein dunkleres Paket aussuchen. Die fetten Felgen sind drauf, wurden schon leider ein bisschen angeschrammt und man hat jetzt auch hinten schicken Carbon-Heckspoiler. Meiner Meinung nach auch beim Performance. Ich bin ehrlich gesagt nicht der Tesla-Kenner, aber die Lippe hier gibt es meiner Meinung nach eher nur beim Performance oder im Zubehör. Ganz einfach. Ich finde tatsächlich, das Auto, wenn du von hinten guckst, ähnelt es mehr dem Model S. Und von der Front hat es wirklich eine eigene Charakteristik, die finde ich aber nicht aggressiv aussieht, sondern eher so ein bisschen so angenehm. Damit kannst du auch mal zum Kunden vorfahren und sagen, hier, anstatt dass du sagst, ich habe ein 510 PS Auto und bin der Macker, so wie früher der E500 zum Beispiel. Ansonsten alles sehr, sehr schlicht gehalten. Ja. Hat rund um Kamera. Also der sagt dir dann, ey, irgendwie um 10 Uhr morgens hat sich einer hier berührt, touchiert oder so und hat dann auch Videoaufnahmen. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch gemacht wird oder in der EU, I don't know. Aber wie öffnet man das Auto? Jetzt ist er gerade offen, wir verriegeln ihn mal. Hält sich die Kamera einfach nur auf die Kamera? Die Karte auf die Kamera rauf. Siehst du gleich an den Spiegel und dass er hier nicht mehr entriegelt, also dass er nicht aufriegelt. Aufriegelt, sag ich, was ist mit mir los, Alter? Und selbe Spielchen nochmal. Karte rauf. Tür geht auf. Bei Tesla, ja, einzige Nachteil, also was ich als Nachteil finde, ist halt, du hast wirklich nur, du kannst nicht wie bei Mercedes-Benz, sage ich mal, zwischen 34.000 unterschiedlichen Variationen aussuchen, sondern du hast das Ding in Weiß oder in Schwarz oder in Rot, was weiß ich, in 3-4 verschiedenen Farben. Innen hast du ihn entweder in Schwarz oder in Weiß und der ist jetzt zum Beispiel in Weiß und sieht geil aus, finde ich. Aber sieht irgendwie weiß-weiß aus. Also das ist doch ein geiles Schneeweiß. Muss man sauber halten können auch. Ansonsten, man hat halt hier so ein riesiges Glasdach bei dem Fahrzeug. Du hast zwar hier ein Panoramaglasdach, Digga. Aber guck mal, die Heckscheibe. Das ist, glaube ich, die größte Heckscheibe der Welt. Gefühlt. Die geht nämlich von hier hinten bis hier nach oben hin. Und hier geht dann das Panoramaglasschiebedach. Und das öffnet sich dann. Und das ist eine nice Sache. Die Bremsanlage. Finde ich auch, sieht nicht, wir haben ja viel PS, hat eine große Bremse, die nicht gelocht ist, würde halt ein bisschen sportlicher aussehen, aber ich glaube beim Tesla Model S hast du dann auch die gelochte Scheibe beim Performance. Aber von vorne, was auch so ein bisschen, vielleicht gibt es dafür auch was, ich weiß es nicht. Weißt du, normalerweise machst du ja dein Auto an und dann abends dann blinkt das auf und dann... Du kannst das Auto auch per App aufmachen. Ja, aber weißt du, was ich meine? So, ja, ja. Drückst du einmal rauf, jetzt musst du Handy aufmachen, raufdrücken. Ja. Ist auch ein witziges Gimmick, sag ich. Und wenn du mal im Winter bist oder drückst du rauf und dann leuchtet das alles lichterloh. Du siehst dann da noch das Tesla-Logo an der Seite. Finde ich, an den Features außen ist es relativ überschaubar in dem Sinne. Aber der hat ja ganz viel Technik drinne. Und das finde ich richtig geil, unter anderem auch Multimedia-Sachen. Deswegen gehen wir mal einmal rein. Genau, und der hat, wie gesagt, beim Tesla hast du halt nicht die Variation wie beim Mercedes-Benz, dass du da zwischen 34 Farben, 36 Innenfarben, 12 verschiedenen Türleisten aussuchen kannst, sondern da hast du nur deine 4 Grundfarben, deine 2-3 Innenraumfarben und mehr ist da auch nicht. Einfach. Ja, guck dir das an. Guck mal bitte einmal rein. Mehr aufgeräumt geht nicht, ne? Also wenn du dreckig bist in so einem Auto,
Wenn du dreckig bist in so einem Auto, dann fällt das auf und das ist scheiße. Also ein Auto für dich ist das nicht. Hä, wieso? Ja, überleg mal. Steig ein jetzt, komm, steig ein. 0-100 sind 3,3 Sekunden gewesen. Ja. Mach das mal mit dem Sportwagen. Mit einem AMG schaffst du das gerade mal so. Das ist schon eine Leistung. Und nicht vergessen, Leute, das Ding kostet nicht 120.000, sondern das Ding kostet neu knapp unter 60.000. Dann kriegt ihr nochmal eine Umweltlage von 6.000, 7.000 Euro. Und dann kostet das Ding gerade mal 50 Riesen. Und für 50, ja, überleg dir mal, hol dir mal eine C-Klasse. Hybrid mit Assistenzsystem, Ledernavi, da reicht 50 vorne und hinten nicht. So, die Karte zeigt uns hier an. Hier aufs Fach legen und schon ist das Ding an. Kofferraum offen. Ach, Kofferraum offen. Jetzt will ich aussteigen. Der gute alte Fahrer findet jetzt hier die Griffschale nicht zum Entriegeln. Hier, siehst du das? Ja. Elektrisch, ich drück mal auf. Alter. Komm. Luxus pur! Zu? Ja. Alles gut, so. Wir fangen erstmal mit dem witzigsten Part an, worauf ich die ganze Zeit war. Ihr seht's schon, Kollege war dran, ne? Ihr könnt so Sachen einstellen, wie das da hinten rechts zum Beispiel furzt oder so. Dann kannst du draufdrücken, dann furzt der und so. Kannst einen Kamin aufmachen oder hier zocken. Und wenn ihr euch fragt, wie zockst du damit? Mit dem Handy oder worüber? Nee. Und zwar genau hiermit. Wenn das Ding mal laden muss, dann kannst du das Ding hier einmal zocken, wie du möchtest. Und Beach Buggy Racing 2 zocken, Alter. Nicht eins, sondern zwei. Ja, und du bist das? Das fahr ich scheiße. Ich bin Platz. Du bist Platz 1? Alter, ich habe jetzt irgend so ein Shit da noch abbekommen. Die nur andere Spiele. Was ein Kino? Achso, Tesla. Netflix. Du kannst Twitchen hier. Oh, denk mal, du hast hier innen drin noch eine Kamera und kannst Livestream. Kannst du über die GoPro, glaube ich. Ja? Ja. Karaoke? Du hast halt hier dein komplettes Navigationssystem. Da sind wir. Oh, Sweet Boys. So, warte, Abbruch. Hey Tesla, Abbruch! Ja, man muss. Ich würde mal sagen, Friends in the Banks, wir fahren mal los und testen mal, wie schnell dieses Ride ist. Hallo Leute, ich ersetze jetzt mal im weiteren Part dieses Videos Serkan, weil Serkan jetzt im Urlaub ist, im Wohlverdienten. Und zwar werden wir heute die 0-100-Messung bei dem Fahrzeug durchführen. Herstellerangaben sind 3,3 Sekunden, glaube ich, ne? 3,3 im Race-Mode und 3,6 normal. 3,6 normal. Wir gucken mal, was wir für Leistungsdaten erreichen. Wir haben es heute 18 Grad. Es ist relativ trocken. Optimalbedingungen für das Fahrzeug wären wohl 35 Grad und trocken. Wir gucken mal, dass wir da ohne Traktionsverlust vielleicht einmal eine vernünftige 0-100-Messung hinkriegen. Dafür fahren wir jetzt auf eine entsprechende Strecke, wo das auch gemacht werden kann und darf. Und gucken mal, was wir für Zeiten erreichen. Q-Stars ist geladen und im Fahrzeug. Was denkst du, erreichen wir heute? Ich glaube schon, dass wir die 3,6 mitnehmen. 3,3 bis 3,6 ist quasi das, was vom Hersteller angegeben ist, ne? Ja. Und wir werden das auch in dem sogenannten Race-Modus machen. Das zeigen wir euch auch gleich an dem schicken Tablet hier. Wie wir das einzustellen haben, wie man rein theoretisch auch driften könnte mit dem Fahrzeug. Kannst du mal ganz kurz auf die... Also jetzt ist es blöd, jetzt haben wir gerade keinen Verkehr, aber jetzt kommt ein LKW, ne? Das Fahrzeug würde registrieren, dass es auch ein LKW ist und auch ein LKW abbilden. Pass auf. Da kommt ein LKW. Geil, oder? Und ja. Da kommt wieder ein PKW. Das ist schon... Ist schon lustig gemacht. Es gibt ja bei dem Fahrzeug auch so einen Spielemodus im Stand, ne? Ja, ja, den habe ich schon ausprobiert. Also ist schon interessant, ist halt ein anderes Auto. Und also für mich persönlich ist das Auto viel zu schlicht. Ja, also ich meine, es erfüllt seinen Zweck, klar, aber so einfach nur ein Bildschirm, ein Lenkrad mit zwei Rolltasten drin und zwei Wahlhebel für Wischer und Getriebe und so. Mal gucken, wie uns das Fahrzeug gleich in den Sitz drücken wird. Wir blenden jetzt einmal den Monitor hier ein und zeigen euch, wie man quasi in den vernünftigen Modus reinkommt. Einmal hier auf Fahrzeug, also jetzt um diesen Race-Modus zu erreichen. Dann gehen wir auf Track-Modus. Hier ist eh schon eingestellt gewesen Sport. Ne? Bla bla bla, das überspringen wir mal schnell. So, jetzt gehen wir ganz kurz nochmal zurück. Jetzt hast du aber auch schon. Anpassen, genau, jetzt ist die Kühlung angegangen.
Und jo, ja, das, wir lassen das mal alles 50-50 Verteilung vorne hinten. Du musst, glaube ich, erst auf Rennabstimmung. Achso, warte. Nee, das ist schon die Rennabstimmung, die ist voreingespeichert. Guck mal, hier ist sogar schon Vega voreingespeichert vom Kunden, ja. Abkühlen nach der Fahrt, Dashcam aufnehmen für die Runden. Na, lassen wir alles drin. Jetzt nimmst du auf? Ja, ja. Wir haben geschafft eine 3, 5, 7, 5. Ja. So, wir machen noch zwei weitere Messungen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns da noch vielleicht einen Ticken verbessern können. Alter. Interessant, aber 3, 5 ist auch schon angenehm, ne? Ich überlege gerade, ich habe vergessen, was meiner gemacht hatte mit Leistung. Ich glaube 3, 4, ne? 3, 4? Ja. Wirklich? Ja, 3, 8 ist meine Herstellerangabe gewesen. Ach krass. Mit 487 PS. Sag ich doch, auf dem weißen Asphalt hat der weniger, sind die Räder weniger durchgedreht. Aber gut, aber hier geht es auch leider ein bisschen bergauf. Warte, machen wir mal eine Messung gleich. Aber es ist schon unglaublich, ne? Dass einfach so etwas, was über 1,5 Tonnen oder mein Auto wiegt ja glaube ich 2,1 oder 2,2 Tonnen, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja. Wie sowas halt 0 auf 100 beschleunigt. Oh, 3,4. Das war aber auch ein guter Start, oh. Das war halbwegs eben. Alter. Ich würde das mal als unsere Tagesbestzeit dann halt gelten lassen, aber ist schon echt krass, ja. Also, es ist ja auch unscheinbar, dieses Auto, ne? Das ist ja jetzt hier nicht so, dass du auf das Auto guckst und siehst, okay. Der ist laut. Der ist laut und weiß ich nicht, total aggressiv oder so. Der sieht eigentlich ganz schnuppelig aus, so. Danke fürs Einschalten. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, uns zu abonnieren und wir sehen uns dann bei einem unserer nächsten Videos hoffentlich wieder. Okay.